Hallo, wir sind Ivona und Alex von Campen und Meer. Heute mache ich mit meinem Sohn einen Ausflug nach Stonehenge. Wir haben pro Person 95 Euro bezahlt. Ja, ich darf Sie erstmal herzlich begrüßen heute Morgen hier in Southampton. Mein Name ist Nina. Ich darf Sie heute nach Stonehenge begleiten. Unsere Busfahrerin heute ist Becky. Ich verspreche Ihnen das jetzt einfach mal so, aber wir sollten wilde Pferde sehen, Esel. Es ist ein Nationalpark, der über 571 Quadratkilometer sich streckt. Ist also ungefähr halb so groß wie die Lüneburger Heide. So kann man sich das vorstellen. Und dann kommen wir gleich auf ein Heidegebiet. Dann werden Sie das gleich sehen. Gibt natürlich, das hier ist so ein typisches englisches Dörfchen. Zwei Pubs, zwei Golfplätze, 12 Häuser. So ist das hier. Hier rechts ist ein Golfplatz, der ist eingezäunt. Oh, we're going? Ja, we're going that way. Auf jeden Fall, ja, da hinten sieht man es ganz gut bei dem Baum. Die fressen das genau auf so einer Linie ab. Alle möglichen Biersorten bekommen kann. Aber hier in England ist natürlich das typische Bier The Ale, wenn Sie sowas schon mal hatten. Und zwar ist das meistens dunkel, ist eher flach, hat keine Kohlensäure und wird bei Zimmertemperatur serviert. Als Bayer eher schwierig. Zum Beispiel The Wooden Spoon. Sie sehen schon, da ist einmal steht drauf The Wooden Spoon, also der Holzlöffel. Und dann gibt es immer noch ein Bild dazu. Denn früher konnte natürlich nicht jeder lesen. Da musste man unbedingt noch ein Bild dran malen, damit man auch wirklich im richtigen Pub saß. So, wenn man hier, ich glaube, es ist diese Straße rechts hoch guckt, ja, sieht man noch eine alte normannische Kirche. So sahen die aus. Also dies. Und hier haben wir schon den Fluss Avon. Avon ist der Fluss, der durch Salisbury fließt. Es gibt in England ungefähr 5 verschiedene Flüsse, die heißen alle Avon. Die Kathedrale hat den höchsten Kirchturm Englands. Also der Turm oben drauf, die Spitze. 123 Meter hoch. Wurde 1220 gebaut. Also ist wirklich sehr, sehr alt. Hat 38 Jahre gedauert, bis die gebaut wurde, was zu den Zeiten nicht wirklich lange ist, wenn man sich das vorstellt. Die hatten keine Megakräne, so wie in Southampton. Und wofür die Kathedrale vor allem auch bekannt ist, ist, dass hier eine der noch erhaltenen Kopien von der Magna Carta liegt in der Kirche oder in der Kathedrale. Es gibt davon nur noch 4 Stück. Hier in Salisbury ist die best erhaltene. Und zwar ist die Magna Carta ein Dokument aus 1215. Und zwar ging es um Menschenrechte. Nach etwa einer Stunde Busfahrt sind wir auch angekommen. Also Sie sehen schon, hier sind mehrere Busse heute. Das heißt, wir werden nicht alle zusammenbleiben den ganzen Tag. Als Eintrittskarte haben wir ein Band ums Handgelenk bekommen und damit dürften wir auch die Shuttlebusse fahren. Obwohl, an einem schönen Tag wie heute hätten wir auch laufen können, alleine aber leider aus zeitlichen Gründen mussten wir darauf verzichten. Man läuft etwa eine halbe Stunde. Es sind nicht nur die Steine, die sehenswürdig sind, sondern das ganze Areal. Und am besten sieht man es natürlich, wenn man läuft. Man geht davon aus, dass Stonehenge etwa 4.500 Jahre alt ist, also erbaut etwa 2.500 Jahre vor Christus. Aber man weiß bis heute nicht, wer wirklich das erbaut hat, warum und letzten Endes, wie haben sie es überhaupt geschafft. Die Steineart, die Sie hier sehen, gibt es in der Nähe nicht. Einige sind schätzungsweise über 240 Kilometer weit von Wales zu Stonehenge gebracht worden. Aber wie? Und wie haben sie sie überhaupt ausgerichtet? Das sind sehr große, schwere Steine. Ihr könnt wunderschön rundherum laufen, da sind auch Parkbänke, wo man sich kurz ausruhen kann.
aber zu den Steinen direkt dürft ihr nicht. Einmal im Jahr macht man da eine Ausnahme, und zwar im Sommer, im Juni besser gesagt, zur Sommersonnenwende. Dort darf man Sonnenaufgang beobachten, und das ist dort ein riesengroßes Fest. Man geht davon aus, dass die Steine nach der Sonne ausgerichtet sind und dass sie so eine Art Kalender waren. Hier seht ihr Fersenstein, und im Juni, nach der kürzesten Nacht des Jahres, geht genau hinter dem Stein die Sonne auf. Und so sieht es aus. Wir sind mit dem Shuttlebus auch wieder zurückgefahren, weil wir uns unbedingt die Ausstellung noch anschauen wollten. Hier seht ihr auch einen Fanshop, wie in jedem Fanshop sehr günstig. Hier ein Beispiel, wie die Leute damals die Steine eventuell hätten bewegen können, allerdings über 200 Kilometer. Aber für was? Warum? Ich weiß es nicht. Für mich unklar. 2500 Jahre vor Christus lebte man sehr einfach, in Lehmhütten mit Schilfdach. Das waren doch Jäger und Sammler. Warum hatten sie Zeit und warum hatten sie überhaupt die Bedürfnis, so etwas Monumentales zu errichten? Hatten sie keine anderen Aufgaben und Probleme zu lösen? In der Nähe wurden auch Gräber gefunden. Nach der Analyse war klar, dass dort auch Menschen beerdigt wurden aus anderen Teilen von England. Also spekuliert man darauf, dass man ganz viele Stämme vereinigen musste, um Stonehenge zu erbauen. Vielleicht war das der Grund. In der Ausstellung gibt es eine Simulation, und da kann man sehr schön sehen oder fühlen, wie das so ist, wenn man in der Mitte des Kreises steht. Hier ist auch sehr schön gezeigt, wie sich die Welt über die Jahre verändert hat. Ähnliche Steinformationen sind auch woanders zu finden. Zum Beispiel wie hier auf dem Bild in Frankreich. Und wir haben was in Schweden gesehen, bei Alestena. Was auch sehr interessant zu vergleichen ist, dass 2500 Jahre vor Christus in Ägypten schon blühende Kultur war. Sie hatten schon ihre Pyramiden, ihr Tempel, ihr Pharaos. Und hier in Nordeuropa lebten Jäger und Sammler. In der Teil der Ausstellung ist es nochmal gezeigt, wie vermutlich Stonehenge über viele, viele Jahre errichtet wurde. Wobei, wie wollen Sie das eigentlich wissen? In der Nähe sind auch verschiedene Artefakte aus der Bronzezeit gefunden worden. Ich finde es richtig spannend, dass fast zu gleicher Zeit in Japan ähnliche Steinkreise errichtet wurden und ähnliche Gegenstände hat man auch dort gefunden. Wie kann man das jetzt erklären? Die zwei Kulturen könnten sich nicht gekannt haben, oder? Und so sahen die Wohnhütten in Japan aus. Und vor der Rückfahrt konntet ihr euch hier im Shop noch was zum Essen und zum Trinken holen. Auf dem Weg zurück zum Hafen fahren wir hier durch Salisbury. Wenn wir wieder mal England besuchen, nehmen wir uns Zeit und schauen uns das Städtchen an. Es hat eine sehenswerte Innenstadt und wunderschöne Kathedrale. Das, was ihr hier seht, sind alte viktorianische Häuser. So,
Flughafen sind wir auch schon wieder im Hafen, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei unserer Fahrerin heute, Becky, bedanken. Thank you so much for taking us, Becky, and for giving us a little extra tour in the New Forest for some good pictures. Yeah. Und dann möchte ich mich natürlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir so gut zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was Neues gesehen, erlebt. Doch, wir hatten sehr viel gesehen und sehr viel erlebt. Und wir bedanken uns nochmal bei Nina und Becky. Sie waren ein Dream Team. Und jetzt nochmal schnell Kaffee trinken. Und im nächsten Video sehen wir uns in Seebrücke. Danke und bis bald, Ivona und Alex.